Ein Leben auf der Venus, völlig undenkbar. Mit einer Durchschnittstemperatur von rund 460 Grad Celsius ist es dort nicht nur heiß genug, um Blei zu schmelzen. Die Atmosphäre der Venus besteht zudem auch noch zum größten Teil aus Kohlendioxid. Doch in der Vergangenheit sah die Venus offensichtlich ganz anders aus, bedeckt mit Ozeanen und somit vielleicht sogar bewohnbar. Ein Forschungsteam aus Wales hat jetzt herausgefunden, warum sich der Planet wohl Stück für Stück zu der heutigen Höllenlandschaft entwickelt hat. Tja, und da liegen die Gedanken an die aktuelle Entwicklung hier auf der Erde ja nicht so fern. Allerdings ist der Grund für die Entwicklung auf der Venus ein ganz anderer. Klicks um Science and Fiction, hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Das ist wirklich eine kuriose Vorstellung. Die Venus mit einer deutlich kühleren Oberfläche als heute und zudem noch bedeckt von zahlreichen Ozeanen. Ein Planet also, auf dem Leben einst sehr gut vorstellbar wäre. Genau davon geht jetzt eine neue Studie eines Forschungsteams aus Wales aus. Demnach könnte der Planet tatsächlich eine ganze Zeit lang äußerst lebensfreundliche Umweltbedingungen geboten haben. Die Venus soll in diesem Stadium sogar der Erde ziemlich ähnlich gewesen sein. Zusammen mit Experten und Expertinnen der NASA und Forschungskolleginnen und Kollegen aus Washington führte das Team Simulationen an einem numerischen Gezeitenmodell durch. Hierbei wurde vor allem der Einfluss potenzieller Ozeane unterschiedlicher Tiefe auf die Rotationsgeschwindigkeit des Planeten unter die Lupe genommen. Wie die Fachleute aus Wales jetzt in ihrer Studie schreiben, haben die Ozeane der Venus damals wie eine Art Bremse auf die Rotationsgeschwindigkeit des Planeten eingewirkt. Die vorhandenen Ozeane haben also dafür gesorgt, dass sich die Drehung der Venus deutlich verlangsamt hat. Vereinfacht gesagt ist dies auf die Reibung zurückzuführen, die bei Flut und Ebbe zwischen einem Ozean und dem Meeresboden wirkt. Dazu Matthias Green, der an der Studie beteiligt war. Tatsächlich hätte diese Gezeitenbremse die Venus innerhalb von 10 bis 50 Millionen Jahren von einer erdähnlichen Rotationsgeschwindigkeit auf ihr heutiges Drehtempo verlangsamen können. Diese Arbeit zeigt, wie wichtig Gezeiten sein können, um die Rotation eines Planeten zu verändern und wie wichtig Gezeiten sind, um einen Planeten bewohnbar zu machen. Und die Folge dieser Gezeitenbremse ist bis heute zu beobachten. Die sogenannte retrograde Rotation der Venus. Im Klartext heißt das, dass sich der Planet im Vergleich zu unserer Erde in die entgegengesetzte Richtung dreht. Doch nicht nur das. Die Venus dreht sich nicht nur verkehrt herum, sondern auch mit einer sehr langsamen Drehgeschwindigkeit. Um sich einmal um sich selbst zu drehen, braucht der Planet 243 Tage. Genau diese langsame Drehgeschwindigkeit verhindert jetzt wiederum, dass flüssige Ozeane auf ihr existieren können. Auch auf der Erde und ihren Ozeanen wirken letztere übrigens wie eine Art Bremse auf die Rotation unseres Planeten, allerdings in einem wirklich sehr kleinen Ausmaß. In einer Million Jahren wird so ein Tag um lediglich 20 Sekunden verlängert. Abgesehen von diesen neuen Erkenntnissen macht die Studie eine weitere Sache deutlich. Die Venus wurde lange von der Forschung vernachlässigt. Doch das ändert sich gerade. Schon 2023 möchte die Indian Space Research Organization, die ISRO, einen Orbiter zur Venus starten. Die NASA überlegt, mit ausgewählten Missionen ab dem Jahr 2025 zu folgen und auch die Europäische Weltraumorganisation ESA und die russische Weltraumagentur Roskosmos haben die Venus im Visier. Und das steigende Interesse hat einen Grund. Nicht wenige Experten und Expertinnen sind davon überzeugt, dass sie hier eines der größten Rätsel der Wissenschaft lösen können. Was genau macht einen Planeten bewohnbar? Und so werden derzeit mit Hochdruck Technologien entwickelt, die den schrecklichen Bedingungen auf der Venus trotzen könnten. Falls die Venus aber mit großen lebensfreundlichen Ozeanen vielleicht sogar 3 Milliarden Jahre lang tatsächlich wie die Erde ausgesehen hat, ist auch eine Sache ganz klar. Die Evolution hat hier genug Zeit in Aktion zu treten, genügend Zeit also für die Entstehung von Leben. Und vielleicht haben besonders hartnäckige Organismen sogar bis heute überleben können. Dazu der US-Astronom Darby Dyer. Warum investieren wir so viel Zeit in die Suche nach Leben auf dem Mars, wenn es dort nur 400 Millionen Jahre lang flüssiges Wasser gab? Und dann steht dagegen die Venus mit 3 Milliarden Jahren Wasser und niemand interessiert sich für sie. Nicht auszuschließen also, dass die Venus sogar der erste bewohnbare Planet im Sonnensystem war. Dazu der Pariser Astronom Thomas Wienemann. Das alles könnte der Beginn eines neuen Jahrzehnts der Venus sein. Wird Venus die Erde 2.0? Terraforming total? Anklicken, anschauen und Raumzeit-Vlog der Zukunft abonnieren. Bis dann. Bleibt dran.